Hinter den Linden Spezial. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Michael Hirz. Guten Abend und herzlich willkommen bei Unter den Linden Spezial. Ja, was denn nun, möchte man fragen. Ohne die Kohle hätten wir Deutschen es nie zur bedeutenden Wirtschaftsnation und auch nicht zu Wohlstand gebracht. Und ausgerechnet die Kohle wird jetzt verantwortlich gemacht, Riesen-Umweltsünder zu sein und für den drohenden Klimakollaps verantwortlich zu sein. Müssen und können wir auf Kohle verzichten und können wir künftig ohne sie auskommen? Oder ist sie unverzichtbar? Wenn wir auf sie verzichten, gehen dann bei uns die Lichter aus. Das ist heute das Thema im Rahmen unserer Phoenix Energiewoche. Und dazu begrüße ich als Gäste Bärbel Höhn, gerade in Sachen Kohle streitbare Kämpferin und Umweltpolitikerin sowie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag. Und bei mir Karl Theiß, Geschäftsführer der VGB PowerTech, des Fachverbandes, des Europäischen Fachverbandes der europäischen Stromerzeuger. Und wie immer bei Unter den Linden haben wir zum Thema ein kleines Meinungsbild eingeholt. Und was das ergeben hat, das sagt Ihnen jetzt mein Kollege Heinz Abel. Das ist doch wirklich ärgerlich, meine Damen und Herren. Die billigste Energie ist gleichzeitig auch die dreckigste und umgekehrt die teuerste Energie ist dummerweise auch die umweltfreundlichste. Und wovon sprechen wir? Wir sprechen von Solarenergie. Die ist etwa 10-mal so teuer wie Braunkohle. Und da kommt man als Verbraucher schon mal ins Grübeln. Wie halten Sie es denn damit? Lieber die billige Kohle oder die teure Solarenergie? Gut, ich denke, man muss beiden Interessen gerecht werden. Ich wäre für eine Mischung von beidem. Für eine Mischung. Das ist schon mal eine Meinung. Wir haben aber auch noch mehrere Meinungen vorbereitet. Das sollte man lassen in Zukunft, weil es ja auch erheblichen Dreck verursacht. Eher zum Auslauf gehörendes Modell, ja. Warum? Naja, weil sie einfach von der Umwelt her nicht mehr so wirklich verträglich ist, ob es saubere Energiemöglichkeiten gibt. Und da sollte man also vielleicht mehr drauf bauen auf Wind und Solarenergie, da sollte die Regierung mehr Geld reinstecken. Ich denke, wir sind nach wie vor darauf angewiesen. Und zwar aus diesem Grund, weil die Alternativenergie sind wir noch nicht so weit. Das Erdöl geht irgendwann zu Ende und dann wird irgendwann wieder auf die Kohle zurückgegriffen. Das ist meine Meinung. Herr Theiß, zum Anfang eine ganz kurze Frage und die Bitte um eine kurze Antwort. Wie viele Kohlekraftwerke sind eigentlich in Deutschland im Augenblick aktiv und wie viele sind noch in Planung? 40 Kraftwerke in Betrieb, 10 Kraftwerke in Planung und Bau, das sind die Zahlen für Deutschland. Weltweit haben wir 2000 Kohlekraftwerke in Betrieb. Und allein in China geht jede Woche ein großes neues Kraftwerk in Betrieb. Und wie groß ist ungefähr der Anteil der Kohle an der Energiegewinnung? Das heißt, wie viel an Stromerzeugung und wie viel insgesamt an Energie wird durch Kohle erzeugt? Also weltweit sind das im Schnitt 40%. Länder wie China und Indien liegen sogar bei 70%. USA bei 50%. Wir hier in Deutschland bei 45%, wenn ich Braun- und Steinkohle zusammennehme. Mhm. So, dann wissen wir ungefähr, über welche Dimension wir hier jetzt reden, wenn wir von der Kohle reden. Frau Höhn, Sie sind bundesweit bekannt geworden als eine deutliche Kritikerin, vor allem der Energiepolitik des früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Clement. Kohle hat ja einen großen Vorteil. Sie ist im Vergleich zu fast allen anderen Energieformen sehr, sehr günstig mit 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Ist das nicht gerade in Zeiten dramatisch steigender Energiepreise ein Argument, das man so einfach nicht von der Hand weisen kann? Also man muss zum einen natürlich auch differenzieren. Wenn ich mir die heimische Steinkohle angucke, dann ist sie sehr, sehr teuer. Die subventionieren wir mit jedem Jahr mit ungefähr 2,5 Milliarden. Aber die läuft ja aus jetzt. Da gibt es ja den Beschluss, dass die
Also da gibt es ja momentan schon wieder die Diskussion, dass die SPD es doch nicht auslaufen lassen will. Also insofern, und man hat auf der anderen Seite die Braunkohle, die übrigens auch natürlich versteckte Subventionen viele Jahre auch bekommen hat. Das Wuppertal-Institut hat mal ausgerechnet, dass es für die heimische Steinkohle auch 800 Millionen gegeben hat an Subventionen. Also das ist auch nicht ganz so günstig, wie man immer sagt. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich der CO2-Ausstoß. Denn pro Kilowattstunde ist es so, dass ein modernes Gaskraftwerk nur ein Drittel des CO2-Ausstoßes hat wie ein modernes Braunkohlenkraftwerk. Und wir haben natürlich ein Riesenproblem mit dem Klimaschutz oder dem Klimawandel. Und deshalb gibt es eben auch diesen CO2-Ausstoß, der jetzt mit Zertifikaten belegt wird. Also dafür muss man Geld bezahlen. Das ist und dieser deshalb, Emissionshandel. Der Emissionshandel. Und das heißt andersrum, dass natürlich auch damit die Braunkohle, die Steinkohle hat nicht so viel, ganz so viel CO2, aber auch ungefähr noch doppelt so viel wie das Gas, dass natürlich Braunkohle und Steinkohle über diese teuren Emissionszertifikate und den hohen CO2-Ausstoß massiv in Kritik kommen, aber auch massiv teurer werden, weil man natürlich, je mehr man CO2 einsparen muss, desto teurer werden die Emissionszertifikate und damit auch desto teurer die Kohleverstromung. Ja, ich würde gerne noch mal auf den Aspekt Verantwortung dann kommen. Wir wissen heute mehr über das Klima, als wir vor 10, 20, 30 Jahren wussten. Wie nimmt denn eigentlich Kohle die Verantwortung wahr? Oder ist das in den Konzernzentralen völlig egal? Nein, nein, also dieses Thema ist bei uns angekommen. Und wir stellen uns auch dieser Aufgabe. Und es ist in der Tat so, dass anders als bei den erneuerbaren Energien und bei der Kernenergie, wo kein CO2 emittiert wird, alle fossilen Rohstoffe CO2 freisetzen bei der Verbrennung. Und das muss man auch noch mal erklären. Der Kohlenstoffgehalt, der in der Kohle oder im Öl oder im Gas ist, der wird bei der Verbrennung komplett in CO2 umgesetzt. Egal, ob das im Automotor passiert, ob das im Heizkessel passiert oder ob das im Kraftwerkskessel passiert. Und da nun mal bezogen auf den Heizwert bei der Kohle der höchste spezifische Kohlenstoffanteil ist, sind auch die spezifischen Emissionen, Frau Höhn sagt es ja schon, bei Kohle am höchsten. Bei einem modernen Steinkohlekraftwerk sind es 750 Gramm pro Kilowattstunde, bei Öl 600 und bei Gas 400. Alle haben dieses Problem und alle müssen durch technologische Anpassungen, durch technologische Lösungen dieses Problem anpacken. Und das tun wir, indem wir heute neue Kraftwerke bauen, die um 30% höhere Wirkungsgrade haben als der Durchschnitt der alten Kraftwerke. Und indem wir weiter daran arbeiten, durch völlig neue Werkstoffe sogar in Wirkungsgradbereiche über 50% zu kommen bei der Kohle und über 60% beim Gas. Und es gibt eben die langfristige Möglichkeit der vollständigen Abtrennung von CO2, das sogenannte Carbon Capture and Storage Konzept. Das heißt, CO2 wird abgespalten und damit eben ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Jawohl. Nur diese Diskussion gibt es ja schon lange. Ich glaube, das ist 1990 auch schon mal in den USA auch versprochen worden von den Unternehmen. Die Technik ist aber noch nicht ausgereift. In der Tat. Vielleicht ist auch in der Vergangenheit die Technik nicht mit der Macht verfolgt worden, wie es derzeit der Fall ist. Aber ich sagte, das Thema ist jetzt bei uns angekommen und wir arbeiten massiv daran. Und in der Europäischen Union haben wir eine Technology-Plattform für diese CCS-Technologien, wo wir alle beteiligten Kraftwerksbetreiber, Hersteller, Öl- und Gasindustrie, aber auch Forschungszentren und Umweltorganisationen wie Greenpeace, Bellona, WWF an Bord haben, um die Konzepte für diese neuartige Technologie zu entwickeln. Das müsste Sie ja jetzt beruhigen, Frau Höhn. Also das heißt, die Bedenken, die Sie eben vorgetragen haben, wären ja dann... Ich wollte jetzt zweimal intervenieren, weil das hat mir natürlich irgendwie nicht ganz so gefallen. Also das war interessant, dass Sie bestimmte Zahlen ausgelassen haben. Also vielleicht sagen wir nochmal ganz klar, wie CO2-schädlich sind diese Arten von Stromerzeugung. Wenn Sie ein modernes Gaskraftwerk haben, haben Sie 365 Gramm pro Kilowattstunde. Beim modernen Steinkohlenkraftwerk 700
350, das ist doppelt so viel. Und bei einem modernen Braunkohlenkraftwerk 950, das ist schon fast das Dreifache dessen, was ein Gaskraftwerk daraus lässt, für dieselbe Kilowattstunde. Das heißt, wir haben hier gerade bei der Braunkohle ein enormes CO2-Problem. Und jetzt wird gesagt, natürlich, die neuen sind besser. Nur, was haben die für einen Wirkungsgrad? Die alten haben einen Wirkungsgrad von gut 30%, die neuen von ungefähr 45. Sie sagen, das soll irgendwann mal über 50 kommen. Aber was heißt das? Wenn man 45% Wirkungsgrad hat, dann wird über die Hälfte der Energie einfach in die Luft gepustet. Deshalb stehen ja auch über diesen großen Braunkohlenkraftwerk diese großen weißen Säulen von Dampf. Ja? So, und das liegt natürlich auch daran, dass das große Kraftwerke sind. Man würde doch hier auf dem Berliner Platz würde man kein Braunkohlenkraftwerk hinbauen, weil da würde die Bevölkerung sagen, seid ihr denn jetzt verrückt geworden, mit in die Stadt. Aber das heißt andersrum, dass die Wärme, die dieses Kraftwerk produziert, gar nicht genutzt werden kann. Denn da, wo diese Kraftwerke stehen, da kann man höchstens die Spargelfelder heizen und dann kann der Spargel zwei Wochen früher geerntet werden. Weil die fern von Orten sind. Weil die so fern von Orten sind, dass man die Wärme gar nicht zu den Menschen bringen kann. So, und das heißt doch aber, eine moderne Idee ist, dass man Anlagen baut, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen können. Sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die beides zusammenbringen können, die natürlich kleiner sein müssen, dezentraler sein müssen, die dann auch stärker in die Städte, teilweise sogar in ein, zwei Familienhäuser eingebaut werden können. Und damit, dass man die Wärme gleichzeitig abnehmen kann. Dann hat man Wirkungsgrade, die teilweise bis über 90% gehen, die also doppelt so viel an Energie aus sozusagen dem Rohstoff raus. Und das ist der Weg, weil wir müssen enorm CO2 einsparen. Aber ich glaube, Herr Theis sieht das gerade nicht ein. Ja gut, aber dann will ich ganz kurz noch was zum CCS sagen, weil jetzt wird ja gesagt, ja, da haben wir so viel CO2, aber wir haben ja eine große tolle Idee. Dieses CO2, das schnappen wir uns, ja, fangen wir ein und dann ist es weg. Ist natürlich nicht ganz weg, sondern das soll in Deutschland, so wird es ja diskutiert, in riesen Tavernen in Niedersachsen sozusagen unter der Erde verpresst werden. Was auch immer damit passiert. Jeder weiß, dass es gar nicht so dicht ist, dass 1-2% doch rauskommt. Und dann stellen Sie sich mal vor, was das heißt, wenn man solche, da geht es ja, wir reden ja bei einer Kilowattstunde, reden wir schon um Gramm. Also wir reden um Tonnen, wir reden um Millionen von Tonnen CO2. Soll also in riesen Pipelines nach Niedersachsen, soll da in 50 mal 50 Kilometer unter Tage Tavernen verpresst werden. Herr Tacke von der STEAG, also ich sage ja jetzt keiner von Greenpeace, von der STEAG, der sagt, das ist keine Zukunftstechnologie. Sie wird nicht auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen. Sie ist so teuer, weil sie natürlich das Ganze sehr verteuert. Und sie bringt genau den Wirkungsgrad, den Sie erhöhen wollen, wieder weg. Weil sind ja jetzt zwei Punkte, auf die sollte Herr Theis mal ganz kurz reagieren. Ja. Das eine ist offensichtlich eine noch nicht ganz gelöste Endlagerproblematik. Und das Zweite ist eben die Frage, ob es auch Konzepte gibt, die eine dezentrale Energieversorgung möglich machen, eben diese von Ihnen angesprochene Kraft-Wärme-Kopplung. Oder ob es bei den großen Komplexen bleiben soll. Was die CO2-Speicherung angeht, da bin ich ja selbst auch kein Experte, aber da gibt es Geologen, die sich damit intensiv beschäftigt haben. Und ich nehme jetzt mal die Aussagen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Das ist eine bundeseigene Agentur, die sich damit beschäftigt. Und die hat im Grunde gesagt, es ist eine machbare Technologie, wenn man die ausgenutzten Gaslagerstätten nimmt und dort das CO2 verpresst. Und wenn man zusätzlich die sogenannten salinen Aquifere, das sind also salzwasserhaltige Gesteinsformationen, nimmt, dann kann man im Grunde das CO2 aus den deutschen Kohlekraftwerken für 65 Jahre dort lagern. Also das sind Expertenmeinungen. Dann kommen Sie da raus. Nein, dann ist der Platz sozusagen erschöpft und dann müssten Sie zu weitergehenden Speicher gehen, die beispielsweise unter der Nordsee liegen. Das wird ja von den Norwegern derzeit auch schon in der Praxis ausprobiert. Also insofern... Ja. Meine ich, ist es ein Fehler, Frau Höhn, wenn wir jetzt am Anfang der Entwicklung diese Technik gleich schon wieder in Frage stellen. Jeder sollte hier mal seine Hausaufgaben machen. Wir von der Industrieseite müssen zusammen mit den Herstellerfirmen die Technologie für diese CO2-Abscheidung im Kraftwerk selbst entwickeln.
Sie von der Politik müssen den Rechtsrahmen entwickeln, Genehmigungsverfahren möglich machen. Und da gibt es ja einen ersten Aufschlag von der Europäischen Kommission, der seit Anfang dieses Jahres vorliegt. Und gemeinsam müssen wir natürlich auch für Akzeptanz dieser Technologie sorgen. Ja, und gemeinsam hören wir uns jetzt noch mal an, was das Publikum meint. Das soll ja auch zu Wort kommen. Heinz Abel, bitte. Ja, von der Versorgungssicherheit her gesehen ist die Braunkohle der Energieträger in Deutschland. 400 Jahre und mehr reichen da die Vorräte. Und damit wären wir ja eigentlich auch unabhängig von internationalen oder von Energieimporten aus dem Ausland. Das ist ja eigentlich ein großes Plus. Oder wir haben uns umgehört. Ja, auf jeden Fall. Warum? Also, weil man ja, selbst wenn man die Kohle abbaut, belastet man ja irgendwo die Umwelt. Und wenn es alternative Energien sind, die immer wieder erneuerbar sind, finde ich das besser. Es ist einfach umweltfreundlicher. Allerdings, der Nachteil ist natürlich, dass man dann von vielleicht ausländischen Strominvestoren abhängig ist. Lassen Sie die Energiepreise noch einige Prozent steigen und dann denke ich mal, ist alles konkurrenzfähig, was erneuerbar ist. Ich finde, Ökostrom aus verschiedenen regenerativen Quellen ist sicherlich unabhängig von Kohlevorkommen oder von Atomkraft eine Entscheidung, die jetzt dran ist. Also ich komme aus Freiburg und da ist es eigentlich fast klar, dass man in die Erneuerbaren setzt, ja. Frau Höhn, Sie hatten eben auch das Stichwort Gas ja genannt. Gas ist in Sachen CO2 die günstigere Variante gegenüber der Kohle. Aber Gas hat den großen Nachteil, das haben wir eben auch bei den Publikumsbefragungen gehört, den großen Nachteil, dass es aus Russland kommt und sozusagen nicht eben der heimischen Kontrolle unterliegt. Das merken wir ja gerade in diesen Tagen wieder. Das Gleiche gilt für Erdöl als Energieträger, kommt aus einer extrem instabilen Region der Welt. Ist es da nicht ein Vorteil, wenn man eine heimische Energiereserve hat? Kohle reicht ja noch für, ich glaube, 300 bis 400 Jahre ungefähr, könnte ein gewisses Maß an Sicherheit geben. Und ist das nicht ein Aspekt, den man auch bedenken muss? Ja, nur der heimische Wind weht ja auch hier. Also das heißt, je mehr ich in Windkraftanlagen investiere, desto weniger unabhängig werde ich auch. Also die entscheidende Frage ist, was holen wir uns denn hier aus dem heimischen Land? Und deshalb einfach nochmal, das Problem mit der Braunkohle ist einfach das mit diesem großen CO2-Ausstoß. Ich sag mal, wenn Sie das irgendwann mal hinbekommen, diesen CO2-Teil da so zu nehmen und ohne Probleme mit der Bevölkerung irgendwo zu lagern und alle sind zufrieden, dann soll das auch so sein. Nur solange Sie das noch nicht im Griff haben. So lange, finde ich, kann man nicht neue Braunkohlenkraftwerke bauen. So nach dem Motto, irgendwann mal in 20 Jahren könnte ja die Technik funktionieren. Also dann bin ich dafür, so lange zu warten, bis es dann wirklich funktioniert. Wenn wir uns überzeugt haben, können wir da wieder drüber reden. Deshalb geht es jetzt momentan darum, genehmigen wir neue Kohlekraftwerke, ohne dass es bisher diese Technik gibt, auch sozusagen mit dem Freifahrtschein, es wird schon irgendwie werden. Und am Ende haben wir das Problem, dass es nicht funktioniert. Also der Herr Tacke von der STEAG sagt einfach, der Wind ist schon heute absehbar in einem solchen Fall günstiger, billiger als sozusagen Braunkohle oder Steinkohle mit CCS. So, deshalb wird ein neues Kohlekraftwerk, wenn es das alles einbauen muss, eben nicht mehr konkurrenzfähig sein zum Wind. Und deshalb sollten wir besser große Windparks in der Nordsee bauen. Entsprechend weit vom Wattenmeer entfernt, kann man auch ökologisch sinnvoll machen. Sollten wir besser darin investieren, als uns jetzt auf diese fossilen Energieträger zu konzentrieren. Denn das ist wirklich aus der Vergangenheit, das ist nicht die Zukunft. Frau Höhn, wir müssen beides tun. Auch beim Wind kriegen Sie nichts geschenkt. Wir haben mal angefangen vor 10, 15 Jahren mit kleinen Windmühlen und heute sind wir bei Riesenanlagen, wo jede einzelne Windmühle 5 Megawatt offshore erzeugt. Und Sie müssen sich mal so ein paar Zahlen vergewissern. Da sind 700 Tonnen Beton sozusagen im Fundament und noch mal 1000 Tonnen Stahl obendrauf, so ein Kölner Dom. Und da dreht sich der Rotor mit einer Fläche von 2 Fußballfeldern. Das ist eine gewaltige Anlage. Und die sitzt dann auch noch 40, 50 Kilometer draußen vor der Küste. Sie müssen den erzeugten Strom an Land bringen. Und das führt insgesamt dazu, dass die spezifischen Kosten für eine solche Windmühle inzwischen bei 3000 Euro pro Kilowatt ist. Das ist genauso viel wie ein neues Kernkraftwerk in Finnland.
Also wir kriegen, wir kriegen das ist jetzt für die erste Zeit, das wissen Sie ja auch. Also, ja, natürlich. Also, aber schauen Sie mal in das novellierte... Bis heute ist Atomkraftwerk ohne Subvention nicht konkurrenzfähig. Frau Höhn, schauen Sie mal in das novellierte deutsche EEG-Gesetz. Sie haben es im Bundestag ja mit verabschiedet. Zum 01.01.2009 sind alle Fördersätze für die Windkraftanlagen erhöht worden. Und das ist schlicht und einfach so, und das ist ein Problem für uns gemeinsam, weil eben die Stahlpreise und die Rohstoffpreise auch bei diesen Techniken durchschlagen. Und ich will also nur sagen, wir kriegen bei den erneuerbaren Energien auch nichts geschenkt. Wir müssen, glaube ich, aber mal grundsätzlich... Aber Sie kriegen auch bei der Braunkohle auch nichts geschenkt. Natürlich nicht. Ich meine, da weiß ich jetzt sehr genau, wovon ich rede. Sie haben am Niederrhein zum Beispiel, da siedeln Sie Tausende von Menschen um. Die verlieren ihre Heimat. Den ganzen Grundwasserspiegel zerstören Sie, wenn Sie 200 bis 400 Meter tief von oben abbaggern. Das heißt, einfach sich hinzustellen und zu sagen, da habe ich ein großes Windrad und das ist das Problem. Und gleichzeitig zu sagen, was machen wir eigentlich mit der Braunkohle, wo wir den ganzen Wasserhaushalt zerstören, wo wir den Menschen die Heimat nehmen. Das sind tausend andere Gründe, auch gegen die Braunkohle zu sein. Frau Höhn, ich will doch nicht die Braunkohle gegen den Wind schönrechnen. Tun ich will Sie nur aber. Sagen, tun wir, Sie wir müssen beides tun. Und beide haben ihre Probleme und beide haben auch ihre Vorteile. Sie waren 10 Jahre lang Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen und haben doch die Braunkohle genehmigt. Das heißt, Da weiß jeder Mensch besser, als Sie das jetzt machen, wo wir unseren Konflikt hatten. Wenn ich mal eben dazwischen gehen darf, Freund, wären denn alternative Energien in der Lage, tatsächlich die Lücke zu füllen, die entstünde, wenn eben zum Beispiel keine neuen Kohlekraftwerke errichtet würden? Ja, also der entscheidende Punkt ist ja, dass keiner, noch nicht mal die Grünen, sagen, 2020 haben wir keine Kohlekraftwerke mehr. Denn wir haben natürlich jetzt Kohlekraftwerke, die teilweise auch im Bau sind, die man gar nicht mehr stoppen kann. Und wie lange werden die laufen? Die laufen in der Regel 40 bis 50 Jahre. Das heißt, auch diese Kohlekraftwerke werden noch 2040 laufen. Die entscheidende Frage ist, wie viel neue können wir uns leisten? So, und da gehe ich meine andere Tabelle durch. Das ist die vom BUND. Die sagen, nicht 10 neue werden geplant, sondern 30 neue werden geplant. Und wenn Sie diese 30 neuen, nur die neuen, ja, nicht die alten, die auch noch lange laufen, wenn Sie die alle mal zusammenzählen, wie viel CO2-Ausstoß haben die, dann haben die zusammen einen CO2-Ausstoß von 180 Millionen Tonnen. So, und in 2050, auch Angela Merkel rennt auf jeder internationalen Konferenz rum und sagt, jeder hat das gleiche Recht auf CO2-Ausstoß in dieser Welt. Das heißt, wir in Deutschland 2 Tonnen pro Person und Jahr in 2050, das sind bei 80 Millionen Menschen 160 Millionen Tonnen CO2. Und diese neuen Kohlekraftwerke, die da geplant sind, die wollen alleine schon mehr als die 160, 180 Millionen ausstoßen. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen umstellen und vor allen Dingen müssen wir eins machen, nicht nur um Kohle und Erneuerbare reden, sondern wir müssen endlich über Energieeinsparungen reden. Ohne Energieeinsparung wird das Ganze nicht funktionieren. Energieeinsparen ist immer gut. Jede Kilowattstunde, die ich nicht erzeugen muss, ist okay. Das ist gar keine Frage. Aber ich merke zu Hause, wie das bei mir in meinem Haus schwierig ist, Energie einzusparen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in der Praxis ist das so einfach nicht. Und manchmal werden auch die Potenziale dort mächtig überschätzt. Strom ist eben ein wunderbares Produkt, es ist anwenderfreundlich und es gibt viele neue Gebiete, wo ich auch zusätzlich Strom einsetzen kann. Ich denke mal ans Elektroauto oder ich denke mal an die Erdwärme, die ich mit Strom sozusagen hochpumpen kann und nutzen kann für den Wärmebereich. Also Energie sparen ja, ohne Wenn und Aber. Aber es bleibt im Grunde, wenn ich das global betrachte, ein enormer Zuwachs an Energie. Wir haben heute auf der Welt 6,8 Milliarden Leute und jedes Jahr kommen 70 Millionen dazu. Und 1,5 Milliarden Leute haben überhaupt keinen Zugang zu moderner Energie und die wollen den haben. Und der wird auch kommen. Und deswegen schätzt ja die Internationale Energieagentur, dass sich allein der Strombedarf bis 2030 verdoppeln wird. Aber nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. Also ich sag mal, als Sie, er wird sinken in Deutschland. Ja, okay. Da bin ich aber sehr wir sicher. In Deutschland machen hier nicht die Musik. Sondern 2,5 Milliarden Menschen in China und in Indien zusammen bestimmen das, was passiert. Doch, wir in Deutschland machen an einem Punkt die Musik. Das will ich ganz kurz noch sagen. Und zwar an dem Punkt, welche Elektrogeräte werden produziert? Und wer wird welche Elektrogeräte überhaupt kaufen? Ja. Das heißt, wir sind Exportweltmeister. Und wenn wir das weiterbleiben wollen, wobei wir vielleicht von China abgelöst werden, aber trotzdem immer noch gut sein werden. So, wenn wir also weiter zukunftsfähige Produkte kaufen wollen, dann müssen sie Energie einsparen. Richtig, sein. Ja, da bin und ich deshalb, ja und deshalb, naja, aber ja? deshalb
spielt auch hier die Musik. Und anders vielleicht als bei Ihnen, ist es in den meisten Familien so, dass sie sagen, wir können zunehmend unsere Stromrechnung und unsere Erhöhung nicht mehr bezahlen. Und wir fangen an, einfach zu rechnen. Und wir können uns diesen Auswuchs, immer noch ein Gerät dabei, und eben auch nicht so sehr darauf achten, mehr vielleicht auf Schönheit oder alles Mögliche achten, aber nicht auf Energieeinsparung, können wir uns gar nicht mehr leisten. Warum leisten wir uns in Deutschland immer noch so viele Standby-Geräte? Mhm. Wenn wir diese Geräte ordnungspolitisch sagen würden, Standby ist aus, da gibt es gar nicht mehr Elektrogeräte, hätten Sie allein mehrere Kraftwerke, die wir heute abschalten können, weil wir deren Strom nicht mehr brauchen. Also, und so müssen wir weitermachen. Würde ich jetzt auch gerne noch mal auf einen Punkt kommen, und zwar die Frage der Energieproduktion im Augenblick. Wir haben im Frühjahr gehört, es gibt möglicherweise eine Energielücke, die entstehen wird in den nächsten Jahren. Zurzeit ist es aber so, dass wir mehr Energie produzieren, als wir verbrauchen. Im Augenblick ist Deutschland ja Energieexporteur. Ja, man darf sich da nicht von kurzfristigen Rechnungen täuschen lassen. Wir haben also sehr viel Wasserkraft im ersten Halbjahr gehabt, ein sehr feuchter Frühjahr und Sommer. Wir haben auch sehr viel Wind gehabt, insbesondere im letzten Jahr. Und es ist tatsächlich mehr exportiert als importiert worden. Aber wenn man das mal über einen längeren Zeitraum von einem halben Dutzend Jahre betrachtet, dann haben wir etwa plus minus 8% Import und Export, die sich ausgleichen. Es ist auch gar nicht entscheidend, wenn man über die Stromlücke diskutiert, die installierte Leistung. Wir haben 25.000 installierte Megawatt an Windleistung. Aber die sind ja nicht jederzeit verfügbar, weil der Wind eben nur halt eben an 2000 Stunden im Jahr bezogen auf die Volllast bläst. Und insofern muss man nicht die installierte Leistung sehen, sondern man muss die gesicherte Leistung sehen. Das heißt die sogenannte Grundlast. Nein. Um die umfasst auch dann die Mittel- und die Spitzenlast, aber der maximale gesicherte Leistungsbedarf, der abgefordert wird. Und der beträgt in Deutschland derzeit 86.000 Megawatt, bezogen auf die installierte Leistung von 125.000 Megawatt. Und in diesem Park der existenten Kraftwerke ist es einfach so, dass wir eine Altersstruktur haben, Frau Höhn, die kommt noch aus den ersten beiden Energiekrisen der 70er Jahre. Die Kraftwerke sind nämlich alle Ende der 70er und in den frühen 80er Jahren gebaut worden und gehen jetzt auf die 40 Jahre zu. Und diese Hochtemperaturwerkstoffe, die da drin sind, sind für maximal 300.000 Stunden ausgelegt. Und wenn ein Kraftwerk dann halt eben im Grundlastbereich mit 7.500 Stunden fährt, dann sind nach 40 Jahren, nach Adam Riese, diese 300.000 Stunden vorbei. Dann muss das Kraftwerk stillgelegt werden. Also bei der Stromlücke, das nochmal zusammengefasst, Vorsicht mit Schnellschüssen. Es geht um die gesicherte Leistung und nicht um die installierte Leistung. Und im Übrigen sage ich noch mal, was ist denn so schlimm, wenn wir auch mal exportieren? Wir sind doch auch in anderen Bereichen Exportweltmeister. Also aufgegriffen, dass Sie eben gesagt haben, Sie sind froh um jede Kilowattstunde, die Sie nicht produzieren müssen. Das war der Ansatz. Also seit drei Jahren exportieren wir massiv. Also in diesem letzten halben Jahr jetzt wieder also ein Riesenüberschuss. Und insofern hat sich das seit drei Jahren oder seit zweieinhalb Jahren massiv verändert. Das muss man als erstes sagen. Also das liegt auch daran, dass häufig zwar neue Braunkohlenkraftwerke wie in Nordrhein-Westfalen dazugebaut worden sind, aber die versprochene Tatsache der Unternehmen, dass man dafür alte abschaltet, damit es dann effizienter wird, das ist nicht eingetreten. Also man hat nur ganz geringe Kapazitäten von alten abgeschaltet und die neuen einfach weiter laufen lassen, sodass man mehr CO2-Ausstoß hatte als vorher. Ich nehme mal, um auf diese Stromlücke noch mal zu kommen, nehme mal die Zahlen, die die Unternehmen selber an die Bundesnetzagentur geliefert haben. Was wird 2020, wird noch laufen? Und wenn man diese Zahlen nimmt, also nicht das Gutachten von der DENA, was momentan sozusagen immer in den Zeitungen steht und von RWE und E.ON bezahlt worden ist, damit man die Stromlücke sozusagen präsentieren konnte. Auftraggeber machen ja auch immer gerne das haben, wofür er zahlt. Sondern ich nehme mal das, was die Unternehmen selber gesagt haben, der Bundesnetzagentur, wie ihre Kraftwerke noch laufen. Und wenn Sie die Zahlen nehmen, haben Sie 2020 keine Lücke. Wenn Sie dann noch dazu nehmen, dass wir natürlich effizienter werden müssen, einsparen müssen, was auch die Bundesregierung beschlossen hat, haben Sie noch weniger eine Lücke. Also insofern kann man auch sagen, der Erste, der mit der Stromlücke gekommen ist, wer war es? War der Chef von RWE, weil er das natürlich gerne hat in Zusammenhang mit den Atomkraftwerken, die er länger laufen lassen will und deshalb da im Prinzip da eine große Geschichte erfunden hat. Und ich komme noch auf den anderen Punkt, dass Sie zu Recht sagen, aber ganz kurz bitte. Ja, das
mache ich auch ganz kurz, dass man natürlich immer Strom zur Verfügung haben muss. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Nur man muss es, kann es auch anders machen. Sie denken auch noch in der Vergangenheit. Sie sagen, wir brauchen eben Braunkohlenkraftwerke, damit man sozusagen die Grundlast hat. Wir brauchen viel stärker als Ergänzung zu Windkraftanlagen, flexible Anlagen, die man hoch und runter schalten kann, wie zum Beispiel Gaskraftwerke. Und insofern ist die alte Idee, da müssen Anlagen immer durchlaufen, ist natürlich total auch widersinnig, weil zu bestimmten Zeiten braucht man keinen Strom. Warum sollen die da immer durchlaufen? Ist auch ziemlich ineffizient. Deshalb ist es viel klüger. Man weiß mittlerweile, wie morgen der Wind weht. Man weiß, was die Windkraftanlagen liefern. Dazu flexible Anlagen hoch und runter zu schalten, um genau Sie den Mix zu haben. Einsatz der Informationstechnologie zur Steuerung. Genau, um den Mix zu haben, den man braucht. Vielen Dank. Aber jetzt erst noch mal Heinz Abel mit dem Publikum. Heinz Abel, bitte. Ja, und eins kann man ganz klar sagen, unser Publikum hier heute Abend hat eine ganz spezielle Meinung zum Thema Braunkohle und die fällt eher kritisch aus. Ich habe hier einige Antworten, einige Statements aus dem Publikum. Da sagt hier zum Beispiel ein Herr, generell bin ich dagegen, aber eins ist klar, lieber ein Kohlekraftwerk als ein Atomkraftwerk in meiner Umgebung. Oder hier gibt es etwas Positives zum Thema Kohlekraftwerk, Braunkohlekraftwerk. Wie denn sonst? Kohlekraftwerk ja, aber nicht in Wohngebieten. Und schließlich habe ich hier noch eine Meinung und das ist wohl die Meinung, die hier heute am häufigsten geäußert wurde. Ich möchte kein Kohlekraftwerk in meiner Umgebung haben. Ich weiß nicht, was daraus noch alles auf uns zukommen wird. Und damit wieder zurück zu Michael Hirz. Herr Theis, spielen eigentlich diese Bürgereinstellungen und Proteste, die es gibt, eine Rolle bei den Planungen der Kraftwerksbetreiber? Und zweite Frage, wie wirkt sich das auf die Preisgestaltung aus? Ja, sicherlich spielen sie eine Rolle. Sie haben das ja gemerkt im Saarland, wo ein von RWE geplante Doppelblockanlage in Ensdorf, eigentlich ein altes Kohlerevier, von den Bürgern sozusagen nicht akzeptiert worden ist. Und das Projekt ist dann auch letztendlich zu den Akten gelegt worden. Jetzt im Moment haben wir eine ähnliche Situation bei Vattenfall in Hamburg, Moorburg. Und da ist ja jetzt die Frage, ob die schwarz-grüne Koalition ein vor der Wahl gegebenes Versprechen der schwarzen Regierung einhält oder nicht einhält. Also das ist schon eine ganz massive Bedrohung der Situation. Kann nur Frau Höhn jetzt wirklich nichts zu sagen, weil sie hat es, glaube ich, nicht versprochen, sondern das war Nein, dann tatsächlich in dem Fall Nein, habe ich auch Fall gar nicht von ihr erwartet. Aber das ist schon ein Riesenproblem, was wir da haben. Und auch was gerade hier im Publikum gesagt wurde, wir haben ja heute Proteste gegen alles und jedes. Nicht nur gegen Kohlekraftwerke, genauso gegen große Windkraftanlagen oder Biomasseanlagen. Das ist ein wirkliches Problem und ich meine, auch hier dürfen sich Politiker und Industrie nicht sozusagen gegenseitig in die Wolle kriegen, sondern wir müssen versuchen, gemeinsam dafür zu argumentieren, dass wir eben Versorgungssicherheit brauchen, Wirtschaftlichkeit brauchen und Umweltverträglichkeit brauchen. Wir haben jetzt die ganze Zeit doch schwerpunktmäßig über Umwelt und Klima geredet. Ja, aber bitte vergessen Sie doch nicht das Thema Versorgungssicherheit. Kohle ist nun einmal mit einer Reichweite von mehr als 200 Jahren mit Abstand der fossile Rohstoff. Er ist also praktisch doppelt so groß in der Menge als Öl und Gas zusammen. Er liegt auch gleichmäßig über den Erdball verteilt in relativ krisensicheren Gebieten in Australien, in USA, in Kanada, Südafrika, in China. Jetzt reden wir über Steinkohle. Ich rede jetzt natürlich über Steinkohle. Braunkohle können Sie ja gar nicht transportieren. Braunkohle wird ja da verfeuert und da verstromt, wo sie ist, weil man eben nicht 50, 60 Prozent. Ja, aber die Steinkohle ist ganz schön im Preis gestiegen. Sie ist gestiegen. Sie ist gestiegen. Ich kann Ihnen sogar die Zahlen nennen. Sie liegt tatsächlich derzeit bei 100 Euro pro Tonne SKE. Bei langfristigen Verträgen, bei kurzfristigen sogar 140. Öl und Gas sind noch stärker gestiegen. Das Gas liegt zurzeit bei 250 und das Öl sogar bei 350. Das heißt, die relative Wirtschaftlichkeit
Der Steinkohle hat sich also noch mal wieder verbessert. Ja, ich bin ja jetzt auch kein Verfechter von Öl. Also insofern ist, glaube ich, der entscheidende Punkt ist in der Tat, wie kommen wir mit Erneuerbaren voran? Ja. Deshalb sage ich ja auch, es wird selbst nach unseren Szenarien 2030, 2040 wird es auch noch Kohlekraftwerke geben. Aber dann sind es die alten Anlagen, weil sie gegen neue ja Anspruch einlegen. Ja, die sagen wir heute, teilweise sind sie ja schon gebaut. Mhm. Im Übrigen zu Hamburg, die Genehmigung hat auch Ole von Beuys noch nicht erteilt. Er hat einen vorzeitigen Baubeginn erteilt. Ob man das tun sollte, kurz vor der Wahl, mag dahingestellt sein. Aber die Genehmigung fehlt halt noch. Und deshalb sage ich auch, wir müssen in der Tat bei den Erneuerbaren vorankommen. Und da komme ich noch mal zu den Windkraftanlagen. Also auf dem Meer, haben Sie recht, ist ein Problem, weil die auch am Anfang jetzt noch teurer sind. Aber ich komme auf dem Land. Mhm. Ja? Und wir stellen fest, dass mittlerweile Windkraftanlagen auf dem Land zu vielen Zeiten an der Leipziger Börse günstiger sind als der Strom, der dort sozusagen ansonsten erzeugt wird. Also sie drücken den Strompreis an der Leipziger Börse. Die Leipziger Börse ist die zentrale Stelle, an der eben der Energiepreis gehandelt wird. Und wir haben gedacht, das passiert vielleicht 2012, 2013. Wir haben ja jetzt im Erneuerbaren Energiengesetz auch gesagt, man kann als Betreiber einer Windkraftanlage sagen, ich verlasse dieses Erneuerbare Energiengesetz, ich gehe selber auf den Markt und biete meinen Strom an, das kann ich auch tun. Frau Höhn, dass das jetzt schon geht, das ist eine totale, tolle Entwicklung. Eine Entwicklung ist ja auch interessant. Wir haben eben gehört, dass es Proteste gibt aller Orten gegen irgendwie die Planung neuer Kohlekraftwerke. Ich erlebe jetzt in meiner eigenen Nachbarschaft, dass die Grünen an der Spitze der Protestbewegung sind gegen die Errichtung von Windkraftanlagen. Irgendwoher muss natürlich die Energie kommen, also ob erneuerbar oder Kohle. Ja, also ich sage sehr deutlich klar, sie muss irgendwo herkommen und jede Energieerzeugung hat auch irgendeinen Nachteil. Ich sage nur, ich wohne im Ruhrgebiet, da sind wir von der Steinkohle her 10 Meter und teilweise mehr abgesenkt worden. Das heißt, da gibt es Menschen, die wohnen hinter dem Rheindeich, der 13 Meter hoch ist. Und wenn der mal überläuft, da können sie noch nicht mal oben aufs Dach klettern, um sozusagen den Fluten zu entkommen. Also man hat auch enorme Nachteile. Wir werden im Ruhrgebiet auf Ewigkeit das Wasser abpumpen müssen. Da werden auf Ewigkeit Kosten entstehen durch den Steinkohleabbau, obwohl schon lange gar keine Steinkohle mehr abgebaut wird. Also insofern gibt es auch massive Probleme. Ich sage sehr deutlich, wir müssen zu Erneuerbaren kommen, wir müssen zu Energieeffizienz kommen. Aber wir reden kommen. Ja jetzt auch nicht über neu entstehende Zechen oder neu entstehenden Abbau von Steinkohle. Ja, das Thema Steinkohle ist ja jetzt erstmal erledigt. Wir reden im Augenblick, wenn wir von heimischer Kohle reden, vor allen Dingen von Braunkohle. Natürlich. Und wir reden auch nicht gegen Erneuerbare. Ich will da nicht falsch verstanden werden. Wir haben Sie heute aber vorhin bei der Windkraft schon gemacht. Ich habe nur auf die Probleme der neuen großen Dimensionen für die Offshore-Windkraft. Also doch dagegen, ne? Nein, nicht dagegen. Ich habe nur Probleme dargestellt. Wir dürfen doch nicht so empfindlich sein, dass man das kleinste Problem gleich schon als Totschlag. Ich wollte es nur einfach darstellen. Sie können doch auch gut rechnen als Mathematikerin. Und es ist einfach so, dass diese Stahlpreise und all diese unwirtlichen Dinge bei einer solchen Anlage im Seewassergebiet die Preise treiben und nicht nach unten bringen. Und jetzt noch mal zu den Zahlen. 15% erneuerbare Energien haben wir im Strom. Zahlen. Die kann sich im Zweifel niemand Strom heute. Und wir wollen in Richtung 30%, also eine Verdoppelung innerhalb der nächsten 12 Jahre. Ich will in Richtung 100. Das ist eine Frage, wann. Ich rede jetzt aber auf der Zeitachse mal über das, was die Bundesregierung mit 2020 beschlossen hat. Ich glaube, da kann man 40% schaffen bis 2020. Okay, dann sagen wir 40%. Mhm. Aber dann bleiben die anderen 60%, wo sollen die denn herkommen? Die können im Grunde nur aus fossilen Energien oder Kernenergie. Bis dahin werden wir auch noch Kohlekraftwerke haben. Ja, nur gut, dann sind wir doch gar nicht so weit auseinander vorhin. Also ich habe so den Eindruck, es geht letztlich um die Frage, also reicht es, wenn wir die Kohle als Brückentechnologie noch haben eine Weile, um eben erneuerbare Energien zu entwickeln, die dann eben tatsächlich die Hauptlast tragen? Aber da sage ich eben, wie lange soll die Brücke sein? Ja? So, und wenn ich heute ein Kohlekraftwerk baue, dann rechnet derjenige, der es investiert, mit 40, 50 Jahren Laufzeit. So, das heißt, wenn wir ab heute rechnen, dann sind wir über 2050 hinaus. Und da sage ich, bei den vielen geplanten Kohlekraftwerken, das kriegen wir mit dem CO2-Ausstoß überhaupt nicht mehr in Griff. Und deshalb ist es richtig, diejenigen, die jetzt laufen, ja, dass man die dann auch weiter laufen lässt und keiner will sie sofort alle abschalten. Aber jetzt noch weitere zu bauen, über 50 Jahre an diesen Punkten sozusagen die falsche Struktur zu schaffen, das halte ich absolut für falsch. Dann lieber in erneuerbare und energieeinsparende investieren. Kann man denn eigentlich es schaffen, diese
noch zu entwickelnde Technik der CO2-Abscheidung, die ja dann eben das Klimaproblem wenigstens teilweise lösen würde, auch auf alte laufende Kraftwerke anzuwenden? Ja, das kann man. Und das wollte ich auch jetzt einwerfen. Denn sonst hätten wir, sonst hätten wir das Problem, dass die alten, dreckigen, diese neu in Planung und Bau befindlichen Kraftwerke sind durch die Bank Capture Ready, wie man das nennt. Sie berücksichtigen also die spätere Nachrüstung der CO2-Abtrennung. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen Technik einflechten. Sie können aber so, dieses, dass wir es alle verstehen. Ich versuche es. Ich versuche es einfach zu machen. Dieses CO2, was entsteht, können Sie vor der Verbrennung abtrennen, während der Verbrennung oder nach der Verbrennung. Das heißt dann Pre-Combustion, Oxy-Fuel, Post-Combustion in der Fachsprache. Und die beiden letzten Verfahren lassen sich nachrüsten. Das heißt, Sie können also mit chemischen Waschflüssigkeiten, ähnlich wie Sie das bei der Rauchgasentschwefelung machen, das CO2 aus dem Rauchgas auswaschen, es komprimieren und dann durch Pipelines in die dafür vorgesehenen Speicher pressen. Das geht. Und unser Zeitplan ist so, dass wir ab 2015 erste Demonstrationsprojekte in Betrieb haben wollen und dass wir ab 2020 die großtechnische Realisierung möglich machen. Und das wäre jetzt das völlig unabhängig von der Frage, ob es neue Kraftwerke gibt oder nur die bestehenden. Aber einen Moment, Sie wollen jetzt schon die Anlagen installieren und sagen, wir gucken mal, wir kriegen das alles hin. Und ich sage, ich möchte erst mal wissen, ob Sie es hinbekommen, weil ansonsten machen wir folgenden Fehler, dass wir dann wieder Anlagen bauen, dass wir sie nachrüsten müssen, dass es extrem teuer wird und wer bezahlt, dann wieder die Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie kommen mir vor, wie in den 80er Jahren die vielen Menschen, die überall eine Müllverbrennungsanlage hinbauen wollten, weil sie gesagt haben, wir brauchen immer mehr und immer mehr und am Ende mussten das die zwangsangeschlossenen Menschen, die Menschen mit diesen Müllverbrennungsanlagen zahlen. Ich meine, wir warten so lange, bis sie es wirklich hinbekommen haben. Und wenn Sie es denn können, können wir immer noch entscheiden, machen wir neue Anlagen, aber nicht einfach einen Freifahrstein für etwas, was am Ende so teuer ist, dass die anderen das teuer bezahlen. Frau Höhn, Entschuldigung, aber mit dem Prinzip Hoffnung arbeiten Sie ja auch. Jede Windkraftanlage funktioniert. Der Nachweis, dass die erneuerbaren Energien tatsächlich die Lücke füllen können, ist ja auch noch nicht erbracht, sondern Sie setzen auch auf einen technologischen Fortschritt, der noch nicht da ist. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt. Ganz kurz, bestehende Windkraftanlagen können wir auch heute bauen und sollten mehr bauen, damit wir diese Stromlücke nicht bekommen. Aber seine CCS-Technik gibt es überhaupt noch nicht. Da sagt er nur, die wird irgendwann mal kommen. Und das machen wir bei Erneuerbaren nicht. Alles das, was wir bauen wollen, gibt es heute schon. Und da verweisen wir nicht auf 20 Jahre. Aber es ist richtig, dass Sie sowohl für den Atomausstieg als auch für den Ausstieg letztlich aus der Kohle. Keine neuen Kohlekraftwerke und Ausstieg aus Atomkraft. Ja, dann sagen Sie mir mal, wie die Stromversorgung dann aussieht. So, ja, das können wir leider nicht mehr. Das machen wir tatsächlich in der nächsten Sendung, auf die ich mich schon freue. Es wäre außerordentlich lebhaft. Zum Schluss aber noch mal eine Bitte. Und zwar die Bitte, ich formuliere jetzt einen Satzanfang und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Satz dann ergänzen könnten. Herr Theis, in 20 Jahren wird man sagen, dass die heutige Klimadiskussion ja, vielleicht doch nicht das richtige Gleichgewicht gefunden hat zwischen Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und Umwelt, Klimaverträglichkeit auf der anderen Seite. Ich glaube, das Pendel schlägt im Moment zu stark in Richtung Umwelt und Klima. Frau Höhn, Ihr Parteifreund, der Tübinger Oberbürgermeister Palmer, hat durchgesetzt, dass sich seine Stadt beteiligt am Bau eines Kohlekraftwerks. Und jetzt kommt der Satz, den ich Sie bitte zu ergänzen. Grüne wie er haben in der Partei Ihre Meinung, die sollen Sie auch weiter vertreten. Ich habe da eine andere Meinung. Ich habe auch andere Argumente. Ich habe selbst mit ihm diskutiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich überzeugen seine Argumente nicht. Denn selbst unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, glaube ich, macht er einen schweren Fehler. Unter klimapolitischen eh. Vielen Dank. Das war's bei Unter den Linden Spezial für heute. Morgen geht es um das Thema Gas im Rahmen unserer Energiewoche. Dann ist Gastgeber mein Kollege Christoph Minhoff. Ich danke den Diskutanten für dieses sehr engagierte Gespräch und Ihnen für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran.